Es ist Herbst geworden hier im Wald. Die Zeit der ersten bunten Blätter, der ersten Herbststürme oder der ersten Kerzen im Fenster. Und nicht zuletzt eine wahre Goldgrube für Naturfilmer wie mich. Mein Name ist Stefan Decker. Ich arbeite als Filmemacher für das Haus der Natur hier in Bonn. Und wenn ihr wissen wollt, wie unter anderem dieses Foto hier entstanden ist, dann nehme ich euch mit auf einen kleinen fotografischen Waldspaziergang. Viel Spaß. Herbst. Die Nächte sind nun wieder länger als die Tage. Die Sonne geht erst um kurz vor 8 auf, ein einigermaßen gnädiger Zeitpunkt für Langschläfer wie mich. Da die Sonne immer weniger Kraft hat und die vorhandene Feuchtigkeit immer seltener komplett verdunstet, sind das perfekte Bedingungen für spektakulär neblige Morgen. 7 Uhr morgens ist eigentlich so gar nicht meine Uhrzeit, aber jetzt Mitte Oktober, wo die Tage wieder kürzer werden, gibt es hier im Rheintal ein ganz, ganz fantastisches Naturschauspiel. Wenn morgens die Nebel hier über dem Rhein liegen, das ist ein ganz, ganz, ganz besonders schönes Motiv und da gehen wir jetzt hin. Nicht jeden Morgen hat man Glück. Temperatur, Feuchtigkeit und Bewölkung müssen hier genau mitspielen. Doch die Geduld zahlt sich immer aus. Herbst ist die Zeit der Farben. Und die Farbenpracht der Blätter an den Bäumen spiegelt sich, so scheint es, auch im wesentlich kleineren Kosmos am Waldboden wider. Die hohe Feuchtigkeit ist der Keim für ein prächtiges Pilzwachstum. Und Pilze gibt es in diesem Herbst in Hülle und Fülle. Klein, groß, bunt, farblos, mit Punkten oder ohne. Euch das eigentlich auch so als Naturfilmer oder Naturfotografen, wenn im Herbst so die ersten bunten Blätter den Wald dominieren oder wenn die ersten Nebel bis zur Tagesmitte noch in der Landschaft liegen? Oder bedeutet euch der Wald aus ganz anderen Gründen vielleicht ganz viel? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wäre total gespannt auf euren ganz persönlichen Waldmoment im Herbst. Wir haben mittlerweile Mitte Oktober und man kann jetzt ganz schön erkennen, dass hier im Wald die Färbung der Blätter unterschiedlich schnell voranschreitet. Die Färbung entsteht übrigens dadurch, dass der Baum den grünen Farbstoff, also das Chlorophyll, aus den Blättern rauszieht und übrig bleiben andere Farbstoffe, orangene, gelbe oder rote. Und ich bin heute hier rausgekommen, um mir das ganze Schauspiel mal aus der Luft anzugucken. Thank you.
Auch in der Tierwelt ist der Herbst für uns Naturfotografen ein Höhepunkt. Die Hirschbrunst bei den Rothirschen setzt bereits Mitte September ein und die Hormone toben durch den Wald. Den größten Teil des Jahres bilden die männlichen Hirsche eigene Rudel und leben getrennt von den Weibchen. Mitte September gesellen sie sich dann zum Rudel der Hirschkühe. Drei Männchen haben wir aktuell bei uns im Wildgatter und es ist sehr schnell klar, wer hier das Sagen hat. Auch nebenan beim Dammwild herrscht schon große Aufregung. Die Brunftzeit bei den Dammhirschen setzt allerdings erst etwa einen Monat später, Mitte Oktober, ein. Das Dammwild ist übrigens die einzige Hirschart, die bei uns im Kottenforst auch in freier Wildbahn vorkommt. Das war's, meine Speicherkarte ist voll. Ich mache mich auf den Heimweg, um die ganzen Fotos mal zu sichten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, wenn ihr irgendwann vielleicht mal Lust habt, hier in Bonn am Haus der Natur vorbeizuschauen. Die nächste Jahreszeit, die vor der Haustür steht, ist der Winter. Und wenn ihr irgendwas habt, was euch im Winter im Wald besonders fotografisch interessiert, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir das dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.